Der Goldberg bei Goldkronach. Er trägt die Spuren von 600 Jahren Bergbaugeschichte. Über Jahrhunderte galt die Region als die bedeutendste Goldlagerstätte in ganz Deutschland. Im Jahre 1365 verlieh Burggraf Friedrich V. von Nürnberg dem am Goldberg gelegenen Dorf Kranach Stadtgerechtigkeit und Bergfreiheit nach Iglauer Recht. Seit Ende des 14. Jahrhunderts, in der Blütezeit des Goldbergbaus, bürgerte sich der Name Goldkronach ein. Zwei goldene Kronen zieren das Stadtwappen. Zur goldenen Krone hieß einst ein Bergwerk. Heute trägt das Gasthaus am Marktplatz diesen Namen. Berg und Stadt erinnern mit ihrem Namen an das Gold und den Goldbergbau, der hier über 6 Jahrhunderte lang betrieben wurde. Doch gibt es auch eine Erklärung für das sagenhafte Goldvorkommen an diesem Ort? Goldkronach, mit Äckern und Feldern im Westen und den waldreichen Bergen des Fichtelgebirges im Osten, liegt auf einer geologischen Nahtzone Europas, der Fränkischen Linie. Die Fränkische Linie gibt Zeugnis von einem gewaltigen erdgeschichtlichen Ereignis. Einmalige Umstände sorgten dafür, dass sich hier Gold in außergewöhnlichen Mengen anlagerte. In Goldkronachs Kellergasse kann man der jahrmillionenalten Geschichte unmittelbar begegnen. Die Keller wurden vor über 200 Jahren bergmännisch aus dem Fels gehauen. Nachdem sie jahrzehntelang ungenutzt und verschüttet waren, sind heute zwei der historischen Lagerstätten wieder öffentlich zugänglich. Dr. Klaus Helmkampf, der als Geologe an der wissenschaftlichen Erforschung der Keller beteiligt ist, kann von den Felswänden ablesen, was sich hier vor Millionen von Jahren abspielte. Sie sehen hier diesen roten Sandstein, der hier überall in den Kellern ansteht und der zur Formation des Buntsandsteins gehört. Wenn wir etwa nur 100 Meter in diese Richtung gehen, dann haben wir dort keinen Buntsandstein mehr, sondern das Grundgebirge des Fichtelgebirges. Und das ist ein harter Block von alten Gesteinen. Und dazwischen liegt diese Fränkische Linie, die eine Bruchzone in der Erdkruste ist, an der sich die Schichten um etwa 4000 Meter vertikal gegeneinander verschoben haben. Trotz Erosion in den letzten 100 Millionen Jahren ist die Bruchkante noch immer weit in das Land hinein zu erkennen. Über die Kirchtürme von Nemmersdorf bis hinter Stadt Steinach. Rund 50 Millionen Jahre hindurch hatte hier die Erde gebebt. Alte und junge Gebirge wurden angehoben und abgesenkt. Sie haben sich aber nicht nur vertikal verschoben, sie wurden auch gegeneinander geschoben. Und das führte dann dazu, dass diese etwas flexibleren Sandsteinschichten des Deckgebirges, indem sie gegen den harten Block des Grundgebirges geschoben wurden, so wie ein Stapel Papier, den man gegen eine Wand schiebt, aufgestellt wurden. Deswegen stehen die jetzt hier senkrecht. Das ist begrenzt auf diese enge Zone an der Fränkischen Linie. Die damaligen Erdbeben und Verwerfungen rissen auch das Gestein des späteren Goldberges auf. Klüfte und Spalten entstanden im Fels und füllten sich mit Quarz. Darin verborgen das kostbare Berggold, feinst verteilt im Erz, mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Direkt an Ort und Stelle erklärt Günther Wein, der sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte des Goldkronacher Bergbaus beschäftigt, wie das Gold in den Berg kam. Also, bei der Gebirgsfaltung haben sich Risse gebildet. Hier sehen wir das Quarzband, das der Bergmann gesucht hat. Weil in diesem Quarzband hat sich das Gold, Silber, Antimon und so weiter, also alle Erze, haben sich darauf festgesetzt. Und man nennt es auch die Zementationszone.
Bevor Bergleute im 14. Jahrhundert begannen, sich auf der Suche nach Gold tief in den Berg hineinzugraben, fanden sie das kostbare Metall im erzhaltigen Schotter, den sogenannten Seifen, den Bäche und Flüsse am Goldberg mit sich führten. An der Kronach und am Zopattenbach wurde der goldhaltige Kies gewaschen, wurden die winzigen Goldflittern durch stete Bewegung der Waschpfannen vom wertlosen Sand getrennt. In dieser Tradition stehen auch moderne Goldsucher. Alle zwei Jahre finden sie sich in Goldkronach zur internationalen deutschen Goldwaschmeisterschaft ein. Ausgerichtet werden die Wettkämpfe von der Deutschen Goldsuchervereinigung, die seit fast 20 Jahren hier im Ort ansässig ist. Nummer 8 und die Nummer 9. Ich hab drei Stück. Die Stadt Goldkronach hält für Besucher das ganze Jahr über das Angebot bereit, sich selbst einmal im Goldwaschen zu versuchen. Im Hochmittelalter begann die Suche nach goldhaltigen Erzgängen im Fels. Zeitgenössische Holzschnitte vermitteln ein lebendiges Bild der mittelalterlichen Arbeit am und im Berg. Die Holzschnitte illustrieren das Werk von Georg Agricola, einem Chemnitzer Arzt, Bürgermeister und Universalgelehrten, der Mitte des 16. Jahrhunderts die erste systematische Abhandlung über Bergbau und Hüttenwesen verfasste. Fand sich Gold im Erz, wurde den Quarzgängen nachgegraben, in Stollen tief in den Berg hineingetreten. Andere, unergiebige Schürfgräben wurden aufgegeben. Aber auch sie sind bis heute auf den Bergen um Goldkronach zu finden. Auch unter Tage wird die Vergangenheit lebendig. In den Tiefen des Goldberges stoßen Besucher heute immer noch auf die jahrhundertealten Spuren mittelalterlicher Bergleute. Diese Schremspuren, also die Meißelspuren, die stammen wahrscheinlich aus dem 14. oder 15. Jahrhundert. So alt ist nämlich das Bergwerk schon. Und man sieht, diese Bahnen, die da gezogen werden, da sind natürlich viele Eisenstumpfwaren. Und der Hauer, der hat ungefähr 30 Eisen um die Schulter hängen gehabt und die waren dann am Abend stumpf. Der reiche Ertrag der Gruben lohnte die heute kaum vorstellbare harte Arbeit im Berg. Über die Ausbeute der Blütezeit schreibt Agricola: Dann zu Goldkranach haben sie alle Wochen bei 1,5 rheinischer Gulden Wert aus dem Erdrich gegraben. Dies entspricht 3 bis 4,5 Kilogramm Gold, die pro Woche gefördert werden konnten. Doch auch das wertlose, das taube Gestein musste aus den Stollen gebracht werden und wurde vor den Mundlöchern, den Tagesöffnungen, zu Halden aufgeschüttet. Mitte des 15. Jahrhunderts brachen dunklere Zeiten für den Goldbergbau an. Die reichen Golderzgänge waren größtenteils erschöpft. Der Abbau in immer tieferen Zonen und die Aufbereitung der Erze wurde kostspieliger. Außerdem ließen Kriege und Pestepidemien die Arbeiten am Goldberg schwieriger und unergiebiger werden. Ende des 18. Jahrhunderts erlebte der Goldkronacher Bergbau einen kurzen Aufschwung durch Gold- und Antimonitabbau. In diesen Jahren stand dem gesamten Bergbau im Fichtelgebirge der spätere Naturforscher Alexander von Humboldt vor. Als Bergassessor im preußischen Staatsdienst befasste er sich auch mit den Gruben des Goldberges.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hoffte man ein letztes Mal auf neues Glück in den alten Erzgängen und gründete 1920 die Fichtelgold AG. Sie stellte aber aufgrund technischer Schwierigkeiten und mangelnder Erträge bereits 5 Jahre später ihre Arbeit wieder ein. Der Bergbau fand so nach über 600 Jahren ein Ende. Seine Geschichte jedoch wird bewahrt. Hallo. Grüß Gott und Blick auf im Goldberg-Baumuseum Goldkronach. Blick auf. Hier sehen wir ein Bild über die Übersicht von Goldkronach. Das Goldbergbaumuseum lädt ein, der Faszination des Goldes und den Mühsalen seiner Gewinnung und Verarbeitung durch die Jahrhunderte hindurch zu folgen. Der eigentlich Georg Bauer geheißen hat. Er hat alle Bergwerkswerkzeuge und Maschinen aufgezeichnet. Dann sieht man hier seine umfangreiche Sammlung von Mineralien und historischen Exponaten vermittelt Geschichte und Geschichten um den Goldkronacher Bergbau. Das passt unten zwar nicht ganz, aber so fallen dann die Stämme nach unten, das Mineral dreht sich so rum. Modelle veranschaulichen die detaillierten Beschreibungen Agricolas, etwa eines Pochwerkes zum Zerkleinern der Erze. Und so wird es langsam, das Gestein gestampft, bis ganz feiner Staub entsteht. Ein Stollennachbau holt den mittelalterlichen Bergbau selbst ins Museum. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass nicht immer so in der aufrechten Lage das raustransportieren kann. Oft einmal waren die Bergwerke bloß 1,50 Meter hoch. Ja, mal reinschauen. Eine Alchemistenküche führt die Versuche vor Augen, Gold auch ohne harte Arbeit im Berg gewinnen zu wollen. Ein Gang durch die Vergangenheit bis in die Gegenwart. Das Goldbergbaumuseum beleuchtet glanzvolle und düstere Zeiten des Goldkronacher Goldbergbaus. Tschüss, danke, du warst hier interessant. Das historische Bergbaurevier mit seinen Relikten aus den aktiven Tagen des Bergbaus kann auf dem zu Ehren Alexander von Humboldt benannten Humboldtweg erkundet werden. Kirchweg nach Brandholz zur Silbernen Rose. Der Rundweg führt über Brandholz und Goldkronach zum Goldberg. Er leitet den Besucher zu historischen Gebäuden aus der jüngeren Geschichte, ebenso wie zu den Standorten ehemaliger Schächte und Stollen. Er zeigt, wo einst Poch- und Hüttenwerke standen. Der Rundweg führt auch an einem der ältesten Zeugnisse des Goldbergbaus am Goldberg vorbei. Der obere Tannenschacht, oberhalb von Brandholz im Wald gelegen, wurde bereits um 1400 als Tag- und Förderschacht angelegt. Hier wurde mit Kübel, Seil und Haspel das Erz ans Tageslicht gefördert. Hier fuhren auch die Bergleute ein, zu ihrer Arbeit unter Tage. Eine der eindrucksvollsten Stationen des Humboldtweges ist das Bergwerk Name Gottes, dessen Anfänge im 15. Jahrhundert liegen. Wir stehen jetzt vor dem Mundloch des Bergwerks Name Gottes, und zwar dem mittleren Stollen. Dieser Stollen wurde 1993 in ehrenamtlicher Arbeit wieder aufgewältigt, nachdem das Bergwerk gut 100 Jahre endgültig stillgelegen hatte. Seit 1997 können Besucher unter fachkundiger Führung hier wieder einfahren, wie das Hineingehen in den Berg in der Bergmannssprache heißt. Fahren wir mal ein. Die schmalen Stollen dieses einmaligen mittelalterlichen Bergwerks wurden von Hand in den Fels geschlagen, immer auf der Suche nach dem kostbaren Quarzband. Sie führen fast 400 Meter durch den Berg. Stellenweise wurde das Erz zusätzlich über fast 30 Meter in Höhe und Tiefe abgebaut und der Fels ausgehöhlt.
Die gewaltigen Ausmaße des noch erhaltenen originalen Goldabbauortes sind nur zu erahnen. Wir befinden uns jetzt fast mitten im Goldberg. Wir haben Deckenmaterial, also Felsen über uns, 40, 50 Meter. Da haben die Alten das Quarz und das Erz rausgehauen. Also man sieht, dass hier viele Bergleute gearbeitet haben. Und jetzt gehen wir noch ein Stück in den Goldberg rein. Unter Tage, tief im Goldberg, wird dessen goldene Vergangenheit unmittelbar erfahrbar. Können Besucher die Mühen der mittelalterlichen Bergleute erahnen und den Geist des Goldberges spüren.